Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Thomas Krupper, CCO der DocLX Holding GmbH. Wir sprechen heute über die Plattform XGEM und wie Marken die junge Zielgruppe heute begeistern können. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo Patrick, vielen Dank. Thomas, hol uns mal kurz ab. Was ist XGEM? XGEM ist die größte Abschlussreise Europas. Abschlussreise für Schüler, die ihren Schulabschluss feiern. In Österreich die Matura, in Deutschland das Abitur. Und findet seit über 20 Jahren in unterschiedlichen europäischen Ländern statt und dauert circa 2 Wochen und ist mit circa 10.000 Gästen pro Jahr die größte Reise in dieser Form in Europa. Ihr macht XGEM seit 20 Jahren oder ihr hattet heuer das 20-jährige Bestehen. Wie haben sich denn die Ansprüche oder Anforderungen der jungen Zielgruppe in diesen 20 Jahren verändert oder speziell heute? Was will die junge Zielgruppe heute? Wir kommen gerade zurück. Vor 2 Wochen endete die letzte Woche XGEM, das 20-Jahr-Jubiläum. Zum Glück ohne gröberen Zwischenfällen, alle Gäste heil zurückgebracht, tolle Weiterempfehlungsraten. Das ist das Wichtigste immer für uns. Was hat sich verändert? Verändert hat sich vor allem der Qualitätsanspruch. Also unsere Gäste suchen sich tatsächlich wirklich nach gewissen Qualitätskriterien ihre Abschlussreise aus. Und einer der wichtigsten Kriterien hierbei ist das Faktum Individualisierung. Das heißt, der Gast möchte nicht mehr pauschal bespielt werden, sondern er möchte eine Möglichkeit haben, um sich ein wenig seine Abschlussreise individuell zusammenbauen zu können. Thomas, du hast es angesprochen. Weiterempfehlungsrate ist für euch die wichtigste Kennzahl. Die liegt bei knapp 96%, sprich, da ist nicht mehr viel Spielraum nach oben. Und die Individualisierung ist euren Gästen ganz wichtig. Was heißt das jetzt konkret oder wie setzt ihr das bei XGEM um, dieser Individualisierungsaspekt? Wir könnten eigentlich nur zurückgehen und sagen, wir haben immer nur einen einmaligen Gast. Und zwar einmalig nicht nur als toller Gast, sondern auch, dass er nur einmal auf unsere Reisen kommt. Aber wie du richtig ansprichst, die Weiterempfehlung ist derart wichtig in unserem Vertriebskonzept. Und damit vor allem in der Qualitätsweitergabe und in der Glaubwürdigkeit des Produkts der Gast, der bei uns mit war, dann dem nachfolgenden Jahrgang, das sind die Geschwister, das sind Freunde aus der Schule, vermittelt, wie gut und glaubwürdig, qualitativ hochwertig unsere Reise ist. Individualisierung geht in diese Richtung, dass der heutige Jugendliche, der heutige Absolvent sich wirklich aussuchen kann und auch möchte, wie er seinen Abschluss feiert, was er erlebt, wie er seinen Urlaub gestaltet. Letztlich ist es eine Urlaubswoche, es ist für viele die erste Urlaubswoche in ihrem Leben und das zu einem besonderen Moment. Und die Individualisierung geht so weit, dass es ja auch unterschiedliche Anforderungen und Möglichkeiten des Gastes gibt. Das geht in die Richtung des Budgets. Manche Gäste können nicht 1.000 Euro für eine Woche ausgeben. Die wollen vielleicht nur 600, 700 Euro ausgeben. Und an das müssen wir uns anpassen. Ohne qualitativen großen Abschlägen. Das heißt, wir versuchen mit unseren Produkten eine Welt anzubieten, die beginnt bei 700 Euro, endet bei 1.000, 1.100 Euro und geht dann in die Richtung individuelle Anreise, individuelles Hotel, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, eine Luxusvilla, eine Suite zu buchen. Das heißt, der Gast kann das, was ihm wichtig ist, kann er sich aussuchen. Es ist nicht nur eine 4-Stern-Anlage, wo es einen Pool gibt, das Meer und gutes Essen, sondern er kann sich auch sein Programm zum Teil, also in der Unterkunft und der Anreise, auch das Programm individuell zusammengestalten. Wie zum Beispiel, er kann sich eine Segelreise dazu buchen, dass er einen Tag lang oder einen Nachmittag einen Segelausflug macht. Wichtig ist der Qualitätsanspruch auch hinsichtlich des Überraschungsmoments. Der Gast möchte überrascht werden und durch diese Vielfalt am Programm schaffen wir es, und das ist der große Anspruch, den wir haben, den Gast immer wieder noch zu überraschen. Dann ist Innovation ja auch ein wichtiges Thema. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Ihr bespielt eure Community quasi 24/7 mit Segelausflügen und so weiter. Was bietet ihr denn euren Gästen noch? Oder was kann man auf XGEM alles erleben in den 7 Tagen? Ein ganz uns persönlich auch wichtiger Aspekt ist, komme auch gerade auf einen Kundentermin, wo, naja, schaffe ich es zum Beispiel auch meine Marke jetzt als Kunde oder als Sponsor, als Partner bei XGEM gut zu inszenieren, ohne dass der Gast das da irgendwie nur mit seinem Bier in der Hand und dass die große Partyreise, wo es eigentlich nur ums Trinken und ums Wein geht, wahrnimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir nur so lösen können, indem wir ein wenig wie Marionettenspiel, letztlich ist ja Eventmanagement nichts anderes als eine Art oder eine Form des Marionettenspiels, dass wir uns ganz detailliert vor der Reise ansehen, wie so eine Woche geplant wird. Und so eine Woche ist nicht nur geplant mit Halligalli, wir feiern hier jetzt 7 Tage durch,
sondern wir geben ihnen Entspannungs- und Spannungsmomente. Und die werden kombiniert durch unterschiedlichste Programmaktivitäten. Das beginnt beim Paintball, dann geht es hin zum Relax-Pool, ein Music-Pool. Ich gehe Boot fahren, ich kann Boot fahren entspannt, nur mit 7, 8 Freunden auf der Yacht oder mit 200 Leuten am Partyboot. Ich gehe Wassersport machen, Jetski fahren, ich kann genauso aber, und dieser Hedonismus, dieser Körperbewusstseinskult, der mittlerweile bei den Jugendlichen ja massivst angekommen ist, geht auch in die Richtung Ernährung, Sport und das körperliche Treatment, also Yoga, CrossFit, generell sämtliche Sportaktivitäten. Es gibt auch Fitnessruns und es gibt Laufaktivitäten vor Ort, die kommen extrem gut an und werden extrem gut angenommen von den Gästen, weil sie einfach in ihren Lifestyle, den sie haben, eingebunden werden können. Und durch diese Vielfalt in der Programmgestaltung können wir zum Glück unsere Gäste recht gut abdecken, bis hin zu, dass wir auch unsere Partner gut einbinden können in diese Aktivitäten. Okay. Du hast jetzt Partner schon angesprochen und auch schon Beispiele genannt. Ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was mitnehmen, was wird zu meiner Marke passen. Schmeiß vielleicht trotzdem noch ein bisschen Name-Dropping raus. Wer ist denn bei euch so Partner? Und vielleicht hast du auch ein Beispiel, wie ihr diesen Partner integriert habt bei euch. Also wir sind sehr stolz, dass wir recht breit aufgestellt sind in unserem Partnermanagement. Wir haben Partner aus der Industrie, aus der Mode, aus der Finanzdienstleistungsecke, aus dem gastronomischen Bereich natürlich. Also was sind das für Partner? Das fängt natürlich bei den großen Marken an, wie Red Bull, Top Spirits mit Stoli Vodka, mit Rauchfruchtsäften, generell mit diesem Getränkeangebot. Das geht in die Richtung der Bank Austria, im Finanzdienstleistungsbereich, im Versicherungsbereich, die Wiener Städtische. Kellys, Chips, klassische Snacken. Dann geht es aber auch in den gesunden Bereichen hinein, wie Nio, Schokoriegel. Wir sind mit ca. 25 Partnern auf einer Matura-Reise ganz gut aufgestellt, decken hier recht breite Spektren ab und wir versuchen immer drei Ziele zu erreichen oder eines von drei Zielen, das ist Frequenz, Image oder zu verkaufen, also Vertriebsansatz zu erfüllen. Und da gibt es unterschiedlichste Varianten. Die Bank Austria beauftragt uns quasi mit dem Produkt Matura-Reisen in diese Community, der Zielgruppe des nachwachsenden zukünftigen Studenten, ein Konto abzuschließen. Ja, also mit Vorteil im Zuge als Kontoinhaber, entweder als aktiver oder als neuer Kunde im Zuge der Promotion rund um die Matura-Reise, bekomme ich Benefits. Der nächste Schritt ist dann natürlich die Welt von Red Bull oder auch die Welt von diversen Marken abbildbar zu machen, erlebbar zu machen. Da gibt es das Hosting des Partyschiffs. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment, wenn man so möchte, der kreiert wird, wenn man in den Sonnenuntergang hineinfährt mit 200 Gleichgesinnten und links und rechts springen vielleicht idealerweise noch die Delfine raus. Oder ich kann genau das Gegenteil sein. Nein, ich möchte eigentlich die Zeit mit den Jugendlichen oder mit meinen Freunden verbringen und sitze auf der Segeljacht ganz gechillt und fahre in den Sonnenuntergang hinein. Und dann natürlich auch thematische Schwerpunkte. Ich komme gerade von einem Kunden, wo das Sportthema sehr wichtig ist, wo man dann sagt, ja, okay, dann binden wir oder bauen wir in unsere Programmgestaltung zum Beispiel CrossFit oder Laufveranstaltungen ein und holen zum Beispiel Testimonials oder Influencer dazu, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Wir versuchen glaubwürdig die Markenbotschaft oder die Ziele, die eine Marke erreichen möchte, auf unserem Event innerhalb dieser einen Woche zusätzlich rundherum über das gesamte Jahr verteilt durch diverse 360-Grad-Maßnahmen zu vermitteln und die Ziele zu erreichen, die uns der Kunde vorgibt. Ja, sehr spannend. Vielen Dank da auch für die detaillierten Einblicke. Jetzt habt ihr quasi 7 Tage die Woche eure Gäste zusammen. Habt ihr da einen langfristigen Effekt für eure Partner, quasi durch diese Emotionalität, die ersten Reise gemeinsam mit der Klasse? Wie gelingt es denn der Marke, da auch langfristig diesen Effekt zu generieren oder diese emotionale Image-Transfer dazu zu machen? Frech und keck gesagt, sage ich, so einen Moment, den wir vor Ort auf dieser Reise gemeinsam mit den Absolventen erleben dürfen und wo wir die Gäste abholen, nämlich den Moment, wo ein Gast sonst wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben hinkommt, nämlich abgeschlossen zu haben, abgeschlossen mit dem bislang wichtigsten Lebensabschnitt, nämlich dem Ende der Schulzeit. Also rückverinnert jeder von uns das Ende der Schulzeit, das ist durchatmen. Kombiniert dazu, dass die Zukunft für eigentlich 90% der Gäste ziemlich klar definiert ist, nämlich entweder gehe ich studieren, gehe Militärdienst, Zivildienst oder habe sowieso schon irgendeine Jobaussicht, ist diese eine Woche
in diesem Zeitraum zwischen Abschluss und Studienbeginn oder was auch immer danach kommt, eigentlich wie Luft. Ja, das hat mal eine ehemalige, also eine Meinungsforscherin in Österreich, hat das Ich-Gemist wie Liebe. Da bist du völlig losgelassen. Du schwebst hier quasi so einmal in einem luftleeren Raum ein wenig. Und da gibt es ja dann auch wissenschaftliche Begriffe dafür oder Definitionen. Du bist quasi in diesem Flow drinnen. Du kommst dorthin, frei von sämtlichen Laster, und bist mit lauter Gleichgesinnten am Meer in einer Happy-Happy-Party-Stimmung, einmal positiv aufgeladen, und dann holt dich eine Marke ab. Und das ist quasi die Aufgabe, die wir verbinden oder die wir versuchen mit den Konzepten zu verbinden, in Kombination mit den Zielen, um hier einfach dann hier diese Ziele, die der Kunde langfristig versucht zu verfolgen, zu erfüllen. Was ist dann nämlich der langfristige Nutzen? Noch quasi noch ein Beispiel dazu. Du wirst dich dein Leben lang an deine Matura-Reise zurückerinnern. Das ist quasi jetzt vielleicht sehr, sehr eine überhebliche Aussage. Aber ich glaube, fast jeder, der da irgendwie kurz mal drüber nachdenkt, der eine so eine Reise gemacht hat, egal ob jetzt groß organisiert oder individuell, irgendeinen Lebensmoment wird man dann schon wieder bekommen. Und das ist zum Beispiel auch ein Effekt, wie wir es schaffen, Gäste hinter einem Newsletter, hinter einer Kommunikationsmaßnahme, die wir als Matura-Reise, Abi-Reise absenden, einmal die Gäste dazu bewegen lässt, unsere Messages, die wir ihnen schicken, wahrzunehmen, nämlich mehr wahrzunehmen als klassische Medien vielleicht. Und durch diesen langfristigen Effekt, dass man bei uns, da war ja was, ich schaue mir diesen Newsletter, dieses Posting, diese Message, die ich irgendwo wegen einem Kanal bekomme, schaue ich mir nochmal an, so versuchen wir den Kunden langfristig einmal mit uns und mit dem Gast in Verbindung zu bringen. Brandliebe ist ein gutes Schlusswort eigentlich zwischen Zielgruppe und Marke, von dem her super, super Plattform. Vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick. 2024 seid ihr mehr oder weniger ausgebucht. Letzten paar Jahre gab es ein paar, sagen wir mal, Faktoren, die uns gehemmt haben am Ausgehen. Hat sich das irgendwie bei euch ausgewirkt, auf die Jungen ausgewirkt? Sind die noch motiviert zusammen zu feiern, sagen wir mal? Tatsächlich hatten die letzten 3 Jahre, wir wissen alle, welche Jahre es geht, ja, einen Effekt auf das Fortgehverhalten von Jugendlichen. Es hatte nicht nur auf das Fortgehverhalten, es hatte auch einen Effekt auf den Klassenzusammenhalt. Klassenzusammenhalt in Jahrgängen oder in Abschlussklassen, generell in den Klassen. Und das haben wir gemerkt, dass wir als Veranstaltung, die du quasi machen musst, weil du ja nur einmal in deinem Leben den Schulabschluss feierst, ein wenig mehr argumentieren mussten, wieso du das mit deinen Freunden, mit der gesamten Klasse, mit deinem Jahrgang feiern sollst. Davon gehen wir jetzt aus. Das merkt man jetzt auch schon, dass diese harten 3 Jahre des Nicht-Fortgehens, die sind vorbei. Die Jugendlichen gehen wieder fort. Die Jugendlichen sind wieder einmal in der Möglichkeit, überhaupt fortzugehen. Man nimmt ja hier, oder hat ja hier in den letzten 3 Jahren Jahrgänge, die heute 18 sind, waren vor 3 Jahren 15, 16, 17. Die konnten nicht fortgehen. Das heißt, die haben das Fortgehen verlernt. Ja? Das kommt jetzt wieder zurück. Das merken wir auch. Der Klassenzusammenhalt wird ein besserer. Die Klassen fahren wieder weg. Auch das Reiseverhalten hat sich natürlich wieder normalisiert. Und das kommt diesen Reisen, also unseren Reisen, auch sehr, sehr zugute. Cool. Das freut uns oder dich auch natürlich als Live-Entertainment-Branche, aber auch natürlich uns und viele aus unserem Netzwerk. Vielen Dank, Thomas, für die Einblicke. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ja, wir hören uns und bis bald.